weiter. Speichern nochmal. Man weiß ja nie. Könnte ja einen gefiesen Trigger geben, dass in der Sichtweite von Transporter plötzlich Einheiten gespawnt werden oder solche Witze. Ne? Wenn die Entwickler richtig mies sein wollen. Ne? Zum Beispiel ich. Ich wäre so eine Mistsau. Ach, guck mal an. Schiff Nummer 3. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hier treffen sie sich alle. Kaffeeklatsch und nee, Teeklatsch, wenn. Tee trinken an der Küste oder was? Alle Mann an Deck. Tea Time. Oder gibt's Wildschwein mit Pfefferminzsoße? Ich weiß es nicht. So, jetzt stellt sich jeder einfach mal vor, wie Obelix schreiend davonläuft. Zumindest die, die alten Asterix-Filme noch kennen. Wir treffen sich hier einfach. Das sieht doch schon ganz anders aus. Wie viele Schiffe waren das jetzt? Das waren vier. Oh, süß. Aber die werden so rasiert von unseren dreien. Wir werden angegriffen. Ja. Oh, tschüss. Das war doch schon ein bisschen besser, aber warum stehen die hier an der Küste direkt? Alle Mann an Deck. Nein, die lasse ich in Ruhe. Versenkt die Landratten. Hier ist noch ein Schiff. Zwei Schiffe sogar. Hier sind sie alle. Was machen die hier? Hier ist ein Dock sogar noch. Das lasse ich aber in Ruhe, weil ich glaube nicht, dass die KI aktiv ist. Ja! Ja, schön! Schön verheddert! Geil! Noch besser! Ich wollte gerade sagen, das kann jetzt nicht sein, dass dem Kriegsschiff das scheißegal ist. Aber gut, dann sinkt es halt fast ohne Gegenwehr. Das geht auch. Aber es ist trotzdem komisch. Zwei Kriegsschiffe auf der offenen See. Der Rest tümmelt sich da an der Küste, also das ist wirklich komisch. Und die KI wirkt nicht aktiv. Die wirkt nicht aktiv. Sonst hätte sie längst Schiffe zum Angriff geschickt. Ja, das Dock lassen wir in Ruhe. Warum sollte ich das Dock angreifen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem nicht, wenn die KI nicht aktiv ist und ich gehe davon aus, dass sie es nicht ist. Fahrt nach Hause, Jungs. Gute Arbeit. Oh, guck mal, hier ist sogar eine Eisenmine. Kaserne. Gut, Männers. Männers, jetzt ist es soweit. An die Küste mit euch, Männers. So sieht's aus. Ach, sowas mag ich. Schöne Formation. Finde nur noch die Katapulte, die Gegenwind Gegenfeuer geben. Ahoi. Und alle sinken gleichzeitig. Nee, das wird zum Glück nicht passieren. Oh, ich habe früher, Leute, ich habe früher Szenarien erstellt. Da hatten Bogenschützen, glaube ich, eine Reichweite von 17 oder so. Also, die haben plötzlich durch die halbe Karte geschossen. Sowas gab es auch. Also, bei mir ist nichts unmöglich. So, Trupp Nummer 1 darf landen. Trupp Nummer 2 kommt hinterher. Jawohl. Trupp Nummer 3. Hübsche Blümchen übrigens. Setzt Segel. So. Alle Mann an Deck. Nach Hause fahren. Ei, ei, Captain. Ahoi. Aber zurückkehren werden wir nicht mehr. Glaube ich jedenfalls nicht. Ei, ei, Captain. Ahoi. Und William an Land, bitte. Wir sind sicher an Englands Küste gelandet. Unsere Kundschafter melden, die Engländer hätten sich nordöstlich bei Hastings aufgestellt. Wir wollen sie nicht warten lassen. Ja, Milord? Das wäre ja unhöflich. Wir sind ja nicht unhöflich. Besiegen Sie die englische Armee. Ja, schön, dass das so einfach zu lesen ist. Aber ja, klar. Mal eben so hauen wir die britische Armee um. Klar. Gar kein Problem. Tod den Heiden. Solange die Lockfisch-Taktik noch funktioniert, gerne. Der Vorteil ist ja, dass wir einen Strategen dabei haben. Sie haben einen Krieger. Mit Richard Löwenherz übrigens. Mittelalter Kriegsheld. Nein, er hat Tod gesagt östlich. Hier hat mit dem Bogenschützen haben wir ja schon umgehauen. Die Schiffe behalten. Ich hätte übrigens tatsächlich gedacht, das wäre übergeben worden. Aber nein, wir bleiben Besitzer. Hätte ich nicht gedacht. Na, ist hier noch ein Bogenschütze, der rumlungert? Ja, natürlich lungert da ein Bogenschütze. Was frage ich eigentlich? Bogenschützen! Sag ihm mal, was wir von ihm halten. Wie ist das Wetter heute? Wow! Ja, ich glaube, ich bringe hier noch Memes hier hervor. Glaube ich, was Empire Earth angeht. Wie war die Arbeit heute? Sorry, ich kann einfach nicht anders. Das ist meine Art. Nein, ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol, keine Medikamente. Ich bin einfach so.
Endlich! Was? Die Armee Harold Godwinsons steht vor uns. Auf in den Kampf! Harold Godwinson, ja, sehr schön. Nein, Harold. Und er greift auch direkt an, der Harold. Das finde ich aber nicht sehr nett. Finde ich sehr unhöflich. Ist doch gerade Tea Time! Und die Truppen sind nicht verbessert. Ihr könnt euch also denken, was es bedeutet. Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin, Leute? Ach du Scheiße, jetzt kommt die ganze Armee angeschissen. Oh, ich hasse solche Kämpfe. Oh ja, scheiße, jetzt kommt das. William ist gefallen. Ohne ihn scheitert die Invasion. Nee. Ich muss auf diesen Hügel und zeigen, dass ich nicht tödlich verwundet bin. Richtig, sein Pferd wurde nur umgehauen. Was heißt nur? Schon scheiße genommen. Ja, ich pausiere kurz. Warum pausiere ich? Ganz einfach, weil ich die Verluste minimal halten will, weil ich erstmal in den Gewuse gucken will, wo eigentlich William ist. Denn das weiß ich gerade nicht. Der wird gleich da ist, William. Oui. Ja, ihr seht richtig, wie gesagt. Und seinen Schlachtruf können wir nicht verwenden, übrigens. Sachsenhunde. Hügelkuppe, genau, da muss er rauf. William muss den Hügel erreichen, sonst gerät die Armee in Panik und verliert die Schlacht. Ja, das wollen wir ja nicht. Ja, zu Diensten. Ja, das wollen wir ja nicht, dass sie in Panik geraten. Milord. Irgendwo hier war einer, der gleich umfällt. Der hier war es, glaube ich, ne? Milord. Ja. Milord. William, kannst du den noch kurz... Ach, vergiss es einfach. Geh einfach hoch. Für die Krone. Wir werden sowieso Soldaten verlieren. Davon müssen wir ja ausgehen. Leider. Auf den Hügel mit dir! Los, du Sau! Rette deine Männer! Jetzt rennt die halbe Armee hinterher! Seht her, es ist William und er lebt! Vorwärts, wir geben nicht auf! So will ich euch hören, Männer! Hey, könnt ihr mal den Herrscher helfen hier? Die Engländer sind fast besiegt. Harold Godwinson hat sich im Schutz seiner Hostkarls Leibwache auf dem Feldherrnhügel verkrochen. Lebend wird er stets eine Gefahr sein. Ja. Wir sind aber auch nicht mehr so ganz am Leben, mein Lieber. Ja, Milord? Töten Sie Harold Godwinson. Seine Elite Hostkarls werden ihn bewachen. Das sind ein paar. Das sind ein paar. Elite Huskals. Ne, sind ganz normale Huskals. Die haben nichts mit Elite zu tun. Die Frage ist jetzt, sind sie auf Stellung halten oder auf Bewachen? Also geheilt werden können sie auf jeden Fall nicht. Da halt ihr Herrscher, wie gesagt, ein Krieger ist. Also ihr seht übrigens auch hier mal den Statistikwert. 60 Angriff ist gegenüber unserem William hier ein gewaltiger Unterschied. Ich find's übrigens zu geil, wie der einfach als königliche Wache hier durch die Gegend rennt und seine Leute einfach einzeln heilt. Ich find's geil. Und William ist einfach der verletzte, der am meisten verwundete Soldat von allen. Mit ganzem Herzen. Scheiße. Ja, also man muss wirklich schon sagen, Empire Earth bietet wirklich sehr viele Möglichkeiten. Übrigens, William zu Fuß ist natürlich nicht baubar. Ist, glaube ich, klar. Ne? Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Dass der nicht baubar ist, dürfte klar sein, weil der Hoch zu Ross ist baubar. Übrigens, Richard Löwenherz hier auch. Ist gar auch ganz normal auf, nachbaubar. Sind beides Helden des Mittelalters. Passt also sehr gut. Mit ganzem Herzen. Ist übrigens sehr gut, dass wir so viele Ritter haben, weil Schlagwaffen zu Fuß haben als Schwäche Stichwaffen. Passt hier sehr gut, dass wir Reiter haben und noch dazu Kavallerie gegenüber Infanterie hat sowieso so einen grundsätzlichen Vorteil. Also denke ich mal, darf unsere werte Kavallerie... Liebe Ritter, ihr dürft einmal vortreten. Mit meiner Ehre. Na, dann selbstverständlich mit Ehre. Ihr wisst wenigstens noch, was Ehre ist. In der heutigen Zeit wissen das viele nämlich nicht mehr, was Ehre bedeutet. Die sagen das einfach nur so stumpf. So, Glück 3... Die Frage ist jetzt, lassen die sich anlocken? Das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Ob sie sich anlocken lassen oder ob die wirklich so
auf Stellung halten getrimmt sind, dass sie warten, wirklich, bis wir da wirklich mit aller Gewalt zuschlagen. Mit meiner Ehre. Zieh dich zurück, Ritter. Zieh dich zurück, zieh dich zurück, zieh dich zurück. Sei nicht größtwahnsinnig. Sei nicht ich. Wir werden angegriffen. Harald ist tot. Die Schlacht ist gewonnen. Ich weiß nicht, wie viele Schlachtrufe es waren, aber es dürften ein paar mehr gewesen sein, die sie gerade als Effekt abgekriegt haben. Da ist nämlich, das ist nämlich das Zeichen, dass die Moral gerade komplett zusammengebrochen war. Lord, wir müssen ein Pferd für euch finden. Vielleicht in einem der Bauerndörfer außerhalb von London. Ach Lord, ihr braucht ein Pferd. Der Lord soll doch nicht zu Fuß gehen. Finden Sie ein Reitpferd für William. Ja, solche Kleinigkeiten gibt's ja auch. Oder kann man machen, ja. Ich habe das zum Beispiel in einer Karte... Ich habe die ziemlich oft schon erwähnt. Das ist nämlich eine Karte, die sehr viele Effekte hat. Bei der habe ich das nämlich so gemacht, tatsächlich, dass man Sklaven befreit. Die werden als Bürger der Vorzeit dargestellt. Und wenn die dann in die Nähe von Militärgebäuden kommen, nachdem sie befreit wurden von ihren Peinigern, dass sie dann quasi despawnen und als Soldaten wiederkommen. Solche Scherze, das kann man machen. Das geht. Was allerdings tatsächlich nicht geht, das musste ich leider kürzlich schmerzlich feststellen, ist, man kann die Bürger nicht so verbessern. Also die Stats hier so kann man im Szenarien-Editor verbessern, allerdings nicht über Effekt. Das funktioniert leider nicht. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber naja gut, man kann halt nicht alles haben, ne? Schwertkämpfer vorwärts! So, jetzt müssen wir erstmal ein Ross finden für unseren William. Tod den Heiden. Das ist schon London hier, oder was? Mit ganzem Herzen. Hä, ihr könnt doch nicht ohne Ross einfach hier reinspazieren. Das geht doch gar nicht. Für den Thron. Ihr müsst erstmal ein edles Ross finden. Die Frage ist, wo finden wir jetzt ein Pferd? Das ist jetzt die Frage. Ach, ich glaube irgendwo im Osten. Mit ganzem Herzen. Ne? Tod den Heiden. Ich weiß jetzt nur halt nicht, ob wir hier gleich schon über die Themse rennen oder... Es ist ein ganz normales Dorf hier. War vielleicht ein Vorort von London oder was? Ich weiß es nicht. Ja, das dürfte schon London sein hier. Mit meiner Ehre. Das sieht schon sehr nach Themser aus. Für Ruhm und Ehre. Ich würde sagen, das Mit ist schon London. Ehre. Ja, das sieht nach London Tod aus. Den Heiden. Ja, das ist London. Alles klar. Dann müssen wir irgendwo im Westen gucken, dass wir da ein Pferd bekommen. Für William, damit er wieder reiten kann. Mit ganzem Herzen. Ne, damit er nicht da einfach rumrennt wie so ein einfacher Fußsoldat. Das geht ja nicht. Für den Ihre Lordschaft. Lord William, ein Prachtpferd für euch für den Weg nach London. Mit ein Prachtpferd direkt. Sachsenhunde. Natürlich hat's gehört es auch einfach zur Normandie, ne? Ist klar. Völlig normal. So. Da ich wieder ein Pferd habe, ist es an der Zeit, siegreich nach London zu ziehen. Gehen wir in den Innenhof. Was schreist du denn so? Ich höre dich auch so ganz gut. Wir gleiten sie William im Triumphzug nach London. Und dann kamen die Armbrüste und dann fiel er vom Pferd. Tot, natürlich. Ich weiß, du bist ja positiv. Sowas von positiv. Ja, Milo. Tod den Heiden. Ja, ich bin Schweinepriester, ich weiß. Tower von London, genau. Das soll wahrscheinlich der Buckingham Palace sein. Obwohl der Buckingham seinen eigenen Avatar hat, das muss man auch noch sagen. Den werden wir auch noch zu Gesicht bekommen, den Buckingham Palace. Nämlich in der deutschen Kampagne. Ziel. Das weiß ich noch. An die Säbel und Angriff. Welche Überraschung. Hätte man sich auch denken können eigentlich. Für den dann reitet man über die Themse nach London. Siegreich, selbstverständlich. Also dieses Szenario hat vergleichsweise recht lange gedauert diesmal. Auch weil ich so lange gezögert habe, das muss man noch hinzufügen. Sieg! Und alle Bürger Englands sind natürlich Langschwertkämpfer. Wer hätte es gedacht? Wir sind in London. England ist unser. Eine neue Ära der Weltgeschichte beginnt. Das dürfte es damit dann auch gewesen sein mit dieser Mission. Glaube ich. Jo, das war's. Wir haben die Schlacht von Hastings gewonnen, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Wir gucken noch mal ein bisschen. So, ist halt eine kleine Ortschaft hier. Gehört aber zu London. Warum auch immer.
Also England heißt einfach nur feindselig und ja. Warum? Warum dieses Gruppenkuscheln hier? Was soll das? Das finde ich so ein bisschen schade. Das macht das so ein bisschen kaputt. Das hätte man ein bisschen mehr auf der Karte verteilen müssen. Gut, das... Also es waren wirklich ganze... Ein Transportschiff? Hier? Muss ich das verstehen? Nein, gut. Pass auf, nachher heißt es dann, ja, das ist eine Bonusmission, du hättest da Punkte kriegen können. Ja, dann ist Pech. Dann ist Pech. Ganz ehrlich. Aber mal ehrlich, wer kommt darauf, dass hier ein Transportschiff lauert? Da kommt doch kein Mensch drauf. Also ich als Gelegenheitsspieler würde da nicht drauf kommen. Ich habe die Kampagne vielleicht einmal gespielt. Und das ist Jahrzehnte her. Ein Jahrzehnt mindestens. Ja, gut. Eine Fregatte haben wir hier noch. Das haben wir ja hier gesehen. Das gehört auch zu England ironischerweise. Das ist feindselig also. Warum, weiß ich nicht. Alles andere hier ist direkt Nähe London. Das ist London selbst. Mit zwei Mühlen ohne Bauernhöfen. Ja. Wir haben gewonnen. Hat sich der Name geändert? Ja, der Name hat sich geändert. Es ist jetzt nicht mehr William von der Normandie, sondern William der Eroberer, sein eigentlicher Name, den er hier hat. Gut, Freunde, gehen wir raus. Das war die Schlacht von Hastings. Und jetzt kackt die Aufnahme ab. Nein, bitte nicht. Nein, alles gut. Jo, wir haben 1980 Punkte. Sehr schön. Wirtschaft ist klar. Da brauchen wir uns keine Hoffnung zu machen, weil da ist die KI immer gut. 93 Einheiten haben wir eliminiert. 15 verloren. Haben wir wirklich 15 Leute verloren? Keine Ahnung, ich hinterfrag's nicht. Übrigens, da fällt mir gerade was ein. Vielleicht kommen wir ja gleich noch genau auf die Heldenzahl. Hier steht nämlich schon wieder 2. Jetzt wird man sagen, wieso? Kann doch gar nicht sein, weil William ist William. Ja. Das ist richtig. Eigentlich hätte hier sogar 3 stehen müssen. Wisst ihr auch warum? Also wir hatten William von Anfang an. Hoch zu Ross. 1. So, dann wurde Williams Ross umgehauen. Oder erschossen. Könnt ihr euch aussuchen. Dann ist William zu Fuß unterwegs. Zählt theoretisch auch als Held mit. Also 2. So, dann kriegt William wieder ein neues Pferd. Wird also wieder zu dem William hoch zu Ross. Das wäre dann 3. Also durch Auslöser wechselt das so ein bisschen hin und her. Und das, was mich wundert, dass er hier 0 steht, weil Richard Löwenherz ist ein Held. Vielleicht wurde da mit Triggern nachgeholfen oder was, ich weiß es nicht. Oder die Statistik spinnt rum, das kann auch sein. Will ich nicht ausschließen, aber wie gesagt, wenn es bei uns steht, mehrere Helden, das ist mir zum Beispiel auch bei der griechischen Kampagne aufgefallen. Weil da wurde nämlich gegen Ende des dritten Szenarios, der Trojanische Krieg, wurde nämlich Menelaos, weil wie er soll er sonst da hinkommen, wurde nämlich in Troja despawned und wurde dann an der Küste zusammen mit seiner Frau Helena gespawnt, neu. Und deswegen hatten wir nämlich einen Helden mehr, weil wir hatten 4 Helden, Odysseus, Achill, Agamemnon als Alexander, also Alexander der Große als Agamemnon und halt Gilgamesch 2-mal als Menelaos und deswegen auch 5. Also das ist so ein bisschen verwirrend. Wenn man da mit den Triggern so ein bisschen vertraut ist, dann kommt man darauf. Ich bin im ersten Moment nicht drauf gekommen, obwohl ich mit den Triggern vertraut bin. Das kann auch passieren, aber ja. Ist eigentlich jetzt unnötig, dass ich es erzählt habe, aber ich habe mal was erzählt. Ja, wir sind alle Epoche 6. Das ist sehr überraschend und das ist halt das Übliche. Gut. Oh je. Ein weiteres historisches Leckerbissen, würde ich mal sagen. Das 4. Szenario, das heißt, mit diesem Szenario, wenn das vollendet ist, haben wir die Hälfte der britischen Kampagne schon wieder durch. Und wir sind in der 2. Aufnahme, möchte ich hinzufügen. Der 100-jährige Krieg beginnt, meine Damen und Herren. Wir gehen rein. König Edward sah seine Berater ernst an. Er schüttelte den Kopf. Hatten sie doch keine Ahnung, welche Gefahr ihnen drohte, und mit ihnen ganz England. Meine Herren, begann der König, der Krieg gegen Frankreich läuft nicht gut. Wird die Situation nicht bereinigt, kann die Krone in Gefahr sein. Hoheit, sagte ein junger Berater und stand vorsichtig auf, bei allem Respekt, bisher wurden nur kleine Scharmützel ausgefochten. Wie kann man da sagen...
Ein finsterer Blick Edwards ließ ihn verstummen. Wenn ihr mich ausreden lasst, werde ich es erklären. Der Ratgeber setzte sich rasch und Edward fuhr fort. Die Franzosen haben eine große Marine, eine vorzügliche Armee und ausreichend Ressourcen. Und sie streben nach der Kontrolle des Kanals, der, wie wir alle wissen, sagte er mit Blick auf den impulsiven Berater, der einzige Weg zur Normandie ist. Geht Ihre Rechnung auf, kann mein Sohn den Krieg niemals auf französischem Boden führen. Der König verstummte und seufzte tief. Aber es gibt eine Chance. Wir müssen die französische Flotte vernichten, ehe es zu spät ist. Tja, da sind wir jetzt von William der Eroberer aus der Normandie nach England gekommen und jetzt kämpfen wir als England gegen Frankreich. Das heißt, aus einem kleinen persönlichen Scharmützel ist jetzt ein ausgewachsener Krieg geworden. Wir gehen auf die Karte, wir sehen hier London, das dürfte Plymouth sein? Plymouth? Portsmouth? Ich weiß es nicht. Also ich kenne mich in England nicht so gut aus, das muss ich zugeben. Ich weiß auf jeden Fall, dass Liverpool in der Nähe von Schottland liegt, soweit weiß ich noch. Und Manchester glaube ich auch noch. Das war es dann aber auch schon. Ne? Und England halt, und England an der Themse, genau. Na klar, Lars. Nein, London an der Themse. Es geht schon wieder los. Furchtbar. Gut, also hier ist die französische Flotte übrigens dargestellt durch ein Kriegsschiff der Imperialzeit. So sehen die aus. Ich kann euch aber gleich sagen, das Flaggschiff sieht natürlich ganz anders aus. Also es geht um ein Flaggschiff, so viel kann ich schon mal verraten, es ist aber nicht das hier. Das sieht anders aus. Calais sehen wir hier, wir sehen Paris und wir sehen Caen, wo ich vermute, dass das der vorherige, obwohl es haut nicht ganz hin, glaube ich. Ich weiß nicht, welche Stadt das war. Es kann Caen gewesen sein, es kann aber auch Caen. Ja, genau, der Caen, den man trinken kann. Nein, nicht der Caen, 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 Caen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Denkt euch einfach irgendwas. Diese komische Stadt an der französischen Kiste. Leute, vergesst es einfach. Och nee, ich mach lieber weiter. Ja. Versprecher sind normal, liebe Geschichtsfreunde unter euch. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, drückt einfach die Pausentaste. Dann könnt ihr euch das in aller Seelenruhe durchlesen, falls ihr nicht gerade euch erstmal die Tränen trocken wischen müsst nach dem tollen Ausrutscher von mir. Passiert. Alles gut. Greifen Sie mit Ihrer Marine an, schleichen Sie sich dann mit Ihrem Zerstörungsschiff durch das Getümmel und versenken Sie das französische Flaggschiff. Ja. Sie müssen schnell manövrieren, wenn Sie das Zerstörungsschiff durch die feindliche Flotte steuern, das Flaggschiff versenken möchten. Ja. Sie müssen nicht ganz Caen zerstören, nur das Zentrum. Es könnte durchaus vorteilhaft sein, den Rest unversehrt zu lassen. Ja. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass da eine gewisse Person auftaucht, die ich schon benannt habe in der letzten Session. Die wird, glaube ich, hier auftauchen. Sobald Sie Einheiten ausbilden und Gebäude errichten können, müssen Sie die Wirtschaft so schnell wie möglich in Schwung bringen. Ja, ich muss der Wirtschaft in den Arsch treten, gelinde gesagt. Vergessen Sie die Verteidigung nicht, wenn Sie Ihre Truppen aufbauen, ja. Gut. Das waren also die Tipps, meine Damen und Herren. Wir gehen rein in die vierte Mission, der 100-jährige Krieg. Rein mit uns. In den Aal. Die französische Flotte liegt bei Sluis und ist uns haushoch überlegen. Wir müssen unsere Marine ausbauen, wenn wir sie je besiegen wollen. Gelingt es uns, ihr Flaggschiff zu versenken, wird Chaos in der ganzen Flotte herrschen. Geil, ich mag Chaos. Oh Gott, Schnee. Habe ich mal erwähnt, dass ich kein Freund von Schnee bin? 38 Punkte. Okay. Erstmal Überblick verschaffen. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier, ja genau, das Zerstörungsschiff ist. Ahoi. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, weil ich wundere mich, ich denke so, hä? Galeere Bronzezeit? Inmitten einer mittelalterlichen Flotte? Ihr seht auch hier, Angriff 2, also ist runtergesetzt. Reichweite 2, runtergesetzt. Geschwindigkeit ist auf 17, also so schnell wie ein Bomber in diesem Spiel. Und die Trefferpunkte wurden erhöht, damit es halt nicht so schnell sinkt. Alle Mann an Deck. Das ist unsere kleine Marine.
Wir haben 3 Kriegsschiffe, schon mal sehr gut. Das heißt, ich habe richtig verbessert. Kurz mal auf die Schulter klopfen. Ich hab's richtig gemacht. Ich war gut. Einmal. Ahoi. Ach, guck mal, die Galeere wurde aber auch gut geboostet hier. Meine Güte, und die Fregatte auch. Also, ja, wir haben gut einen weggekriegt. Das ist das Flaggschiff. Eigentlich ist es ein Kriegsschiff der Renaissance.